Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic. Wir haben in der letzten Folge haben wir erfolgreich das Rezept von unserem sehr, sehr guten Freund Kalum haben wir geklaut für Dexter aus dem alten Lager. Ich war kurz so am Überlegen, ob wir hier im Sumpflager noch irgendwie was zu tun haben. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass das hier so questtechnisch mehr so auf die Meister, die hier sind, fixiert ist. Da war ich am Überlegen, ich hatte noch im Hinterkopf, dass man bei dem Typen vorne am Tor, da war einer von den Novizen, genau, der hat da seinen Meister und da wurde uns doch von dem Typen, dem wir was zu rauchen gegeben haben, den haben wir unsere tägliche Ration gegeben, genau. Der hat uns doch gesagt, dass wir mit dem Novizen weg von seinem Meister gehen müssen und dass er dann einen Tipp für uns hätte. Ich wollte mir überlegen, ob es vielleicht intelligent wäre oder nicht nur oder, sondern auch und interessant, halt eben vielleicht eine Quest mal zu machen. Und dann müssen wir den Typen kurz anhauen. Ich meine, der konnte einen durch das Lager führen. Und naja, da würde mich doch mal echt interessieren, was er so zu erzählen hat. Hä? Laufe ich denn das richtig? Warte doch. Warte, ihn kennen wir doch. Ja, hier euch kennen wir. Moin Leute, die kennen wir. Warte, dann sind wir doch richtig auf dem Weg. Aber wirklich so, ja, hier im Sektenlager, die Leute, ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn man wenig Sachen hat, wie, sie leben auf jeden Fall sehr, sehr bescheiden. Bescheiden könnte man, glaube ich, gut sagen. Er will ja nicht mit uns reden, komm, dann nehmen wir mal ihn. Und dann sagen wir ihm mal, zeig mir den Weg. Genau, wir wollen, ja, wo wollen wir denn hin? Waren wir denn schon überall, warte, Alchemielabor, ich denke mal das Cor Kalum. Zu den Lehrern. Machen wir das mal. Zu den Lehrern. Folge mir. Mal sehen. Also, weil hier wollte uns ja, glaube ich, keiner ausbilden. Also, bei den Lehrern denke ich jetzt spontan an die zwei Kämpfer oben. Die sich mehrere Monate nicht miteinander unterhalten haben. Scheint auf jeden Fall sehr gute Arbeitskollegen zu sein. Macht jeder Tag gleich sehr viel mehr Spaß. Will er jetzt hier hoch? Nee, okay. Ach, mal gucken, wo hier Lehrer sind. Vielleicht kann man ja hier doch noch irgendwas lernen. Na komm, mein guter Lester, wo wollen Sie hin? Ech. Folge mir. Hier unten findest du Balkadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Balnamib, am Eingang des Lagers. Okay. Sehr nett von ihm. Ja, komm, wir fragen ihn das. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Balnamib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Ich meine, Lester hat auch vorher so ein bisschen, ja, so durchwinken lassen, dass er eigentlich nur hier im Lager ist, weil er es wohl hier ganz angenehm findet. Also er scheint auch nicht so wirklich an den Schläfer zu glauben oder so. Also, zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil er hat gesagt, wir müssen dann wieder zurück. Zeig mir den Weg. Moment, können wir zum, ja, hier können wir zum Haupttor. Dann tun wir das. Er will ja eh nicht mit uns reden. Ach, er geht jetzt langsam. Was ist denn mit ihm los? Ah ja. Hier in diesem Spiel, ich würde sagen, bis wir das Game durch haben, sind hier mindestens 10.000 Sternschnuppen gefallen. Auf jeden Fall. Ja, können wir uns sehr, sehr viele Wünsche von gönnen. So spontan fällt mir keiner ein, aber egal. Vielleicht hat ja einer von euch einen. Ist aber auch irgendwie sehr, sehr schön, hier mit dem Lester nachts durch das Lager zu wandern. Also so nachts gefällt mir das Lager eigentlich ganz cool, hier auch mit den Lichtern. Das sieht schon ganz schön aus.
Es ist wirklich fies, dass der Lester hier so ganz entspannt seinen Gang hat. Na gut, das ist das ganze Sumpfkraut wohl. Wir hier fit wie ach und je. Ja, und da bin ich auch am überlegen, ob wir eventuell bei diesem ganz großen Wald, da kann man ja noch, wir sind einmal sozusagen von der einen Seite rumgegangen, wenn wir dann rechts sozusagen bei dem großen Wald nochmal lang gehen, vielleicht können wir dann da auch nochmal ein paar Viecher. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Ach, das war ja ein sehr, sehr gutes Gespräch. Mal sehen, Quatsch. Ach. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Er hat uns erst angefaucht? Natürlich. Oder sollen wir lieber... Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten, vielleicht nichts sagen? Weil es groß geschrieben ist. Wir sagen nichts. Nun. Ach. Ach so. Okay. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Oh. Mach Platz. Natürlich, Meister. Kurkalon? Okay, cool. Vielleicht wird er ja doch unser Freund. Und es gab 250 EP, das ist doch einiges. Wir haben sogar noch tatsächlich 11 Lernpunkte über. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir nochmal rechts hier beim Wald vorbeilaufen, vielleicht gibt es da auch noch ein paar leichte Viecher, mal sehen. Wir laufen auf jeden Fall nicht in den Wald. Also den Ratschlag von den beiden Jägern ganz am Anfang. Redford und... Ah, wie der andere heißt, weiß ich leider nicht. Bei dem wir ja, sozusagen die Jagdkunst gelernt haben. Oder beziehungsweise wie man Tiere ausweidet. Moment, laufen wir richtig? Ja, wir laufen richtig. Die haben ja gesagt, lauf auf jeden Fall nicht direkt in den Wald rein. Obwohl dieser ganz kleine Wald, da ging es eigentlich. Da waren nur diese Raptoren an der Höhle. Aber gut, hier bei diesem einen Wald, der da vorne war, das war schon, da waren schon, ja, zwei, glaube ich. Ja, einmal dieses große mit dem Horn und dann diese anderen Viecher, die wie Wölfe aussehen. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die wohl zu stark, wobei die kleinen Viecher möglicherweise, ja, wenn wir mal solche sehen, dann speichern wir einfach vor und testen die aus. Genau, wir wollten hoch zu Kurkalon. Mal sehen, ob er mit uns Freundschaft schließt. Ob er jetzt wahnsinnig beeindruckt von uns sein wird. Mal sehen. Bin mal sehr gespannt. Vielleicht wird ja sogar seine Leibwache irgendwann mal nett zu einem. Das könnte ja sein. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens 4 der Baals dich für würdig erachten. Ach so. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja, dich auch. Okay, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Ich habe eigentlich gedacht, hier wird jetzt irgendwie was passieren, dass er vielleicht irgendwie eine Aufgabe für uns hat oder so. Ich würde sagen, genau, wir hauen nochmal Lester an. Und ja, mal sehen, ob er noch was sagen kann. Ansonsten wurde uns ja einmal geraten, dass man mit einer Spruchrolle des Schläfers diesen Lehrer da vorne ja von sich überzeugen kann. Ich meine, dass die gesagt haben, dass man einen Schlafzauber braucht. Oder sowas ähnliches. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich bin aber überlegen, wer das uns gesagt hat. Ich komme gerade nicht drauf. Ach, das war vielleicht, war das ja einer im neuen Lager. Das kann sein. Ach ja, hier lang. Wir sagen zumindest Danke beim Lester.
Ach, wir können gar nicht Danke sagen. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, möge er dich auch behüten. Okay, macht's gut, Leute. Sieg dem Schläfer. So, dann sind wir doch erfolgreich wieder aus dem Sektenlager. Ich habe ja so die ganze Zeit das Gefühl, dass wir im Sektenlager irgendwie was übersehen haben, weil ich ja doch sage, es ist ein bisschen klein geraten. Hier sind eigentlich auch Wasserfälle. Also da oben bei dem Wasserfall, ja, da sind wir einmal gestorben, als die Blutfliege angekommen ist. Genau, da war nichts. Beziehungsweise ich denke nicht, dass wir hier auch in der Mitte das untersuchen können. Aber warte, wir springen ins Wasser und checken mal die beiden Wasserfälle aus hier unten. Ich hoffe, das klappt. Okay, ich hatte kurz Angst gehabt, dass wir voll vor die Wand klatschen. Aber okay, das Schwimmen ist gewöhnungsbedürftig. Und Rückenschwimmen geht aber. Okay, hier ist, glaube ich, nichts. Nee, hier ist nichts. Ist eh ganz gut, wir haben uns auch schon... Boah, es ist laut hier. Wir haben uns aber auch schon sehr lange nicht gebadet. Ich denke, das tut ihm ganz gut. Mal sehen, vielleicht ist ja hier was. Nee, okay. Hier haben wir auch nichts. Schade. Schade, schade, okay. Aber Versuch war es wert. Einmal hat es sich ja schon gelohnt. Wie cool das im Wasser aussieht oben. Aber der Wassersound ist ein bisschen krüppelig, aber das ist egal. So, komm, wir gehen hier schön hoch. Ah, hey, da steht ja oben was im Himmel. OSX. Ach, Tatsache. Jetzt sehe ich das gerade erst. Ich habe schon so oft in den Himmel geguckt. Und da oben steht das ja auch. Ne, hier oben steht KSO. Und da steht OSK oder auch KSO. Von der anderen Seite sozusagen. Ist das vielleicht Norden und Süden? Weil es genau... Eventuell. Warte, ist hier noch mehr im Himmel zu sehen? Moment. Ach, hier ist auch KSO. Da ist aber auch KSO. Warte, jetzt habe ich den Überblick verloren. Ja, okay, das steht hier ganz oft. Weiß jemand von euch, was das bedeutet? Ansonsten, ich werde es auf... Ja, ich werde es mal nachgoogeln. Vielleicht gibt es dazu ja irgendwas. Vielleicht haben sich da irgendwelche Leute verewigt. Falls es so ist, auf jeden Fall danke sehr für dieses wunderschöne Spiel. Es hat bisher auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Besonders so die Charaktere sind sehr interessant. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ich finde, wir brauchen eine Fackel. Ja, das erhöht doch mal sofort die Atmosphäre. Ja, und dann sollten wir da hier rechts lang laufen. Das ist sozusagen der Plan. Und dann dürften wir uns ja auch schon bald einem Lager anschließen können. Also zumindest, ja, ja, wir sind sogar Level 6 schon. Ich meine, Level 5 war irgendwie immer die Voraussetzung, wenn wir mal gefragt haben. Also im alten und im neuen Lager, im Sektenlager. Ja, da, wie gesagt, so ja, da würde ich eigentlich ganz gerne noch irgendwie ein, zwei Sachen machen, so dass die Meister mit uns reden. Ist hier denn überhaupt irgendwie was? Aber, ja, da hätte ich jetzt nicht so spontan den Einfall. Da oben ist ein Wolf. Ist der alleine? Ah ne, da vorne ist auch noch einer. Ah, zwei Wölfe sollten eigentlich auch gehen. Es könnten auch noch mehr sein. Wir speichern vor dieser Aktion hier genau. Und dann versuchen wir uns die doch zu holen. Ich hoffe, die sind nur zu zweit. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zwei Wölfe schon hinbekommen haben. Aber ich denke, ein Versuch ist es wert. Das ist auch wirklich fies. Oh nein, oh nein. Oh. Okay, zwei Wölfe ist überhaupt nicht gut. Nee, nee, das ist echt nicht gut, okay. Und vor allen Dingen, da kam ja auch noch ein Dritter angelaufen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, was wir hier gerade vorhaben. Da vorne sind auch Wölfe.
Aber wenn es nur einer ist? Ne, es sind aber auch zwei. Hier, das sieht ziemlich interessant aus, weil es hier tiefer ist, aber ich glaube, hier ist hier eine Höhle. Moment. Ach, man kann ja auch noch mit der Maus, kann man auch noch. Nee, aber hier ist keine Höhle. Okay, schade. Man kann ja tatsächlich noch vorne, nach vorne und nach hinten zoomen. So finde ich eigentlich ganz gut. Ach, das ist hier so ein kleiner Weg. Ich weiß nicht, ob das so... Ach, okay, da ist ein Scavenger. Also komm, dann hat sich das schon ein wenig gelohnt zumindest. Oh, mit einem Schlag. Ja, und ich bin mir immer noch unsicher, ob jetzt altes Lager oder neues Lager. Also zu den beiden würde ich tendieren. Ja, obwohl ich es auch mir ein bisschen in den Fingern juckt mit dem Sektenlager. Ja, das ist echt so die Sache. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, ne? Na komm, die machen wir nochmal alle platt. Das klappt jetzt immer mit einem Schlag. Cool. Super. Ey, wie viel Fleisch haben wir denn jetzt schon? Ey, wir haben 197 Fleisch. Aber gut, das ist halt eben so die Frage, ob das viel oder wenig ist. Wir bekommen ja auch im Endeffekt der EP, der HP-Balken wird auch immer mehr. Und ich glaube, es gibt keinen Respawn. Also wenn wir einmal ein Vieh gekillt haben, dann ist es tot. Da sollte man vielleicht doch sparsam damit umgehen. Und dann doch lieber versuchen, in einem Bett zu schlafen, bevor man zu viel Zeug verwendet, um sich hochzuheilen. Vielleicht ist hier vorne ja noch was. Ist das ein Weg hier? Oder sieht das hier nur von hier aus? Ah, nö, das ist kein Weg. Ich dachte, das hier wäre ein Weg gewesen. Ah, hier ist das Meer. Ach so. Das da hinten, was da leuchtet, das ist dann, glaube ich, das hier mit der Höhle, wo wir einmal um das Lager hier rumgeschwommen sind. Muss ja sein, dass dann so unter uns irgendwo dieses Schiff ist. Hier ist nochmal so eine Kante. Ja, da ist das Schiff. Ach so. Und da oben ist auch noch was. Ja, aber ja, hier waren auch irgendwelche... Das ist aber... Ja, ich denke, das ist für später interessant. Das ist sogar beleuchtet. Wir gehen da mal zu diesem... Ja, zu der Ruine hin. Ach, okay, uns fehlen noch 1900 EP. Ich glaube, das werden wir aber dann doch nicht mehr mit Monstern schaffen. Das sieht hier alles so leer aus. Nicht mal irgendwie ein Molerad oder so. Vielleicht, wenn wir hier hoch. Wenn wir hier hochgehen, sieht man irgendwo ein Monster. Nee. Ach, da vorne sind wir, glaube ich, hergekommen. Also müssten da vorne auch dann irgendwo wieder die Wölfe sein. Oder ist mein Orientierungssinn gleich? Vielleicht auch einfach gleich null. Könnte sein. Könnte sein. Da. Ich gucke jetzt immer in den Wald. Da dachte ich, da wäre so ein ganz großes Vieh. Oder ist das da vorne ein Vieh? Das Weiße? Da oben ist ein Wolf. Ich glaube aber, dass da hinten ist keins. Da vorne ist auch ein Wolf. Aber die sind auch zu zweit. Ja, schade. Also die machen echt doch noch ganz gut Schaden. Ach, das ist ja hier so ein Turm. Es sieht doch mal sehr interessant aus. Oder sieht sehr, sehr interessant aus. Mal gucken, ob hier einer wohnt. Ach, man kann sogar durchgucken. Komm, wir machen die Tür auf. Ach, hier geht's nach unten. Ach, und hier geht's nach oben. Wir gehen erstmal nach oben. Er hat ja kurz gedacht, ich hätte was gehört. Ach, okay. Nochmal nach oben.
Hallo, ist hier jemand? Nee, ist keiner. Hier ist nicht mal eine Kiste. Hier ist nicht mal eine Kiste. Leute, hallo? Hallo, was ist hier los? Wir haben hier nur den Ausblick. Okay, da vorne ist eine Brücke. Ach, da hinten ist der Turm vom alten Lager. Da oben ist ja auch noch irgendwie so eine Burg. Das sieht auch ziemlich cool. Das sieht wesentlich größer aus da hinten. Da kann man ja mal versuchen, über die Brücke da mal gleich kurz hin. Ja, und wir gucken uns erstmal hier den Keller an. Obwohl ich auch irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass hier vielleicht irgendwelche Monster sind, so wie die Skelette, wo wir dann doch lieber nicht hingehen sollten. Ja, vielleicht ist es ein Ticken zu früh, so auf Erkundungstour zu gehen. Ach so. Ja, mal sehen. Wir gucken ganz, ganz entspannt um die Ecke. Nein, nein, hier sind schon wieder Skelette. Es sah schon so skelettig aus, als ich hier das hier gesehen habe, dachte ich nur so, oh nein. Also von oben, als ich hier so diese Wand gesehen habe, dachte ich nur so, Okay, also hier sind irgendwelche toten Viecher. Das ist nicht gut. Okay, dann lassen wir das hier mal sein. Machen wir hier vorsichtshalber die Tür auch wieder zu. So, jetzt kommt hier keins mehr raus. Hoffe ich doch zumindest, dass sie die Türen nicht öffnen können. Ach, das sind doch Mole-Rats, die können wir aber machen. Ja. Aber da vorne sind aber Wölfe. Was ist da? Das sind Scavenger. Okay, super. Mann, die sind hier ganz friedlich am Schlafen. Wir kommen einfach an und überfallen die. Absolut grundlos. Es tut mir wirklich leid. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Sonst hätte ich die ja alle schön zufrieden gelassen. Vielleicht hätte ich denen noch ein paar Pilze gegeben oder so. Oh Mann. Es tut mir wirklich sehr leid. Gucken. Mal gucken, was das hier ist. Hey, ich bin noch am Überlegen, was müssen wir im alten Lager wurde uns, glaube ich, noch gar nicht... Ah nee, da, genau da, wo wir das letzte Mal Larus gefragt haben, da hatten wir noch nicht Level 5 gehabt. Ach so, die können wir, wenn sie einzeln sind, platt machen. Ja, die machen wir auch platt. Ist da oben auch einer? Was ist das denn? Ach, das sind doch Raptoren. Vielleicht ist es besser, wenn wir hier nicht sind. Wir gehen hier einfach wieder weg. Ich denke, wir gehen zurück ins alte Lager. Oh, hier sind Blutfliegen. Die machen wir. Da unten? Nee. Ach so, das ist ein Wasserfall. Okay. Ist das ein Wasserfall? Wenn ja, müssen wir den vielleicht auschecken. Ich bin auch noch eben kurz am Überlegen. Wir sollten ja einem noch für eine Waffe, auf die ich mega heiß bin, wir sollten ihm ja was geben dafür. Er wollte Brot haben, er wollte Weintrauben, Käse. Käse haben wir noch gar nicht. Nee, Käse haben wir überhaupt nicht. Weintrauben fehlen uns auch. Ach, da vorne sind auch solche Raptoren. Da habe ich so bisher noch nicht das Gefühl verspürt, irgendwie die austesten zu wollen, ob wir die schon platt machen können. Würde mich doch sehr wundern, wenn das klappt. Hier bei denen denke ich mir gerade, die stehen alle so zusammen. Kriegen wir die denn einzeln? Mal sehen. Oh nein, doch nicht. Oh nein, meine Fackel. Oh nein, meine Fackel. Weil drei Stück, das ist... Weiß ich nicht. Drei Stück, das könnte ein bisschen hart werden. Mal sehen. Wir müssen aber auch ein bisschen mehr üben. Da kommen drei Stück, gar kein Problem. Ja, oh cool. Hat sogar einigermaßen geklappt. Ah, super, wie viel die Blutfliegen dabei haben. Der ist wirklich sehr gut. Obwohl ich ganz ehrlich gesagt nicht weiß, was wir mit dem Geld machen können. Weil
Wir konnten uns nirgendwo eine Waffe zum Beispiel kaufen. Also, genau, ich habe kein Schwert oder so gefunden, was über 20 war. Ist das klug, wenn wir über die Brücke gehen? Nein. Aber wir müssen uns dann hier erstmal an dem Fluss halten. Warte, was ist da oben? Ah, da oben sind auch solche komischen Viecher. Ist das intelligent? Vielleicht muss man hier dann durch den Fluss. Dann gehen wir hier so quer. Ja. Irgendwo hier? Ich meine, wir sind doch von hier irgendwo gekommen. Ist das nicht hier sogar der Weg gewesen? Ich glaube schon. Ich glaube, hier sind wir rechts hier hochgegangen und dann zum Sektenlager. Ich glaube, wir sind tatsächlich durch den Wald hier gekommen. Wirklich? Nee. Wie sind wir denn hier hingekommen? Ich dachte, wir wären von hier eigentlich gekommen. Dann gehen wir einfach hier den Weg. Vielleicht sind wir auch von hier gekommen. Aber sind wir wirklich durch den Wald gegangen? Na, ich denke, sobald wir eine vernünftige Rüstung haben, kann man hier auch dann die Wälder freiräumen. Und ist ja doch um so einiges größer hier alles, wie gedacht. Ich dachte ja doch, die Außenwelt wäre doch ein bisschen kleiner, aber das ist doch schon... Ja, ist ja doch einiges. Da oben haben wir auch noch Dinge. Wir sollten uns auch gucken, dass wir... Genau, wir besorgen uns jetzt auf jeden Fall eine Karte. Genau. Ich finde, das ergibt doch Sinn. Ey, das wollte ich schon so lange. Ich glaube, das will ich schon seit 4, 5 Folgen. Sag ich die ganze Zeit, ja, wir müssen uns auf jeden Fall eine Karte holen. Oh Mann. Ist da ein Pilz, oder? Nö, okay. Das war einfach die pure Hoffnung. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Tag, Jungs. Na, alles klar bei euch? Der rechts, der Typ, der war der einzige Nette vom Tor. Hier nehmen wir unseren Lieblingsweg. Wer war er denn? Ach ja, stimmt. Er wollte aber auch Schutzgeld von uns haben. Genau, dann suchen wir erstmal Dexter und dann suchen wir von dem einen Typen den Kollegen, der im Sektenlager ist. Genau. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Was hat er uns denn gegeben? Das stand ja jetzt leider nicht, was er uns gegeben hat. Ich hatte ja kurz gehofft, eine Waffe. Auch kein Schmuck. Was hat er uns denn gegeben? Er hat uns doch überhaupt nichts gegeben. Moment. Was hat der feine Herr uns gegeben? Ach stimmt, das Buch der Blutfliegen, das kann man ja wieder verkaufen. Genau, das vergeben wir ihm erstmal. Dann kann er auch mal ein Buch lesen. Zeig mir deine Ware. Ausnahmsweise. War das eine Karte der Kolonie? Ja, die kaufen wir doch. Ach, guck mal, Erdkäse. Das nehmen wir doch auch. Hat er auch Weintrauben? Ah, der hat Äpfel. Wir haben aber auch Äpfel. Wir gucken mal gleich nochmal ins Tagebuch und checken mal, wie viele wir davon brauchen. Was ist das hier? Ach so. Ach, er hat das Rezept, was sie ihm gegeben haben, hat er hier im Angebot sozusagen. Okay. Mal gucken, wir verkaufen erstmal unser Zeug an ihm. Wir haben ja doch einiges in den Taschen. Guck mal, 33 Stachel. Das ist ja übertrieben. Wie hat er überhaupt so viel? Hat er überhaupt so viel Geld? Dietriche, ja. Die sollten wir doch auch mitnehmen. Ich denke, wir nehmen alle. Wollen wir das Erz von ihm haben? Pfeile wären eigentlich... Wir haben gar keine Pfeile, oder? Haben wir Pfeile? Mal sehen. Ja, und den Bogen können wir nicht benutzen. Vielleicht sollten wir die zwei Geschick lernen. Damit wir einen Bogen haben. Ach, wir haben 104 Pfeile, okay. Ach, ich denke, wir nehmen das Erz. Oder nehmen wir vielleicht das Sumpfkraut?
Ich denke, wir nehmen hiervon was. Ich war mir nicht so sicher, das kostet 15 und das 20. Ob wir das auch an die verkaufen, weil wir bekommen ja nur 10 Erz. Also hiermit könnten wir tatsächlich Gewinn machen, wenn wir das im alten, im neuen Lager verkaufen würden. Aber nee, komm, wir holen uns einfach Erz. Das passt auch. Erstmal schön mit dem Kopf abnicken. So, ja, dann haben wir das doch. Und mal eben kurz, warte, wie kommt man überhaupt ins Tagebuch? Mit I? Nein, mit N. Ah, mit N, okay. Hm. Aktuelle Mission, mal sehen, wo haben wir es denn? Die Prüfung des Vertrauens, verschwundener Gardist. Aufnahme, was war denn für... Ach so, ah. Ja, hier diese Quest, wie gesagt, mit dem toten Gardisten, von dem wir das Amulett haben. Ja, also die ist nicht fertig. Dann sollten wir auch mal gucken, ob wir vielleicht einen Butler finden im Arena-Viertel. Hm. Wo ist denn das mit der Balogos-Waffe? Okay. Warte, er will 5 Äpfel haben. Okay, wir haben 3. 2 Flaschen Reischnaps, kein Problem. 5 Flaschen Bier haben wir. 3 Laib Brot, gucken wir. Ja, und Weintrauben haben wir noch gar nicht. Okay, dann kaufen wir aber bei ihm... uns mal den Apfel. Zeig mir deine... Ich habe hier nur... Da ist er doch. Ja, okay, wir haben 6 Laibe Brot, also kann er das auch behalten. Bier, wie viel Bier haben wir denn? Haben wir so viel Bier? Ah, okay, wir haben sehr viel Bier. Das ist schon in Ordnung. Warte, haben wir irgendwas für ihn? Die Pfeife. Ach so, mal gucken. Was hat er noch? Ja, wir nehmen den Pfeil... So, dann haben wir das doch. Danke sehr, Herr Dexter, dann schlafen Sie mal. Er schläft ja. Ich dachte, die schlafen hier. Okay, jetzt steht er wieder auf. Also seitdem ich weiß, dass es diesen Schlafzauber gibt und wo ich jetzt ihn sehe, denke ich mir so, der andere Typ da, er läuft eine Wache. Ich glaube, das ist dieser Jackal. Der läuft dann sozusagen bis zu dem Tor. Ihn kann man schlafen legen. Und dann hätte man rein theoretisch die Möglichkeit, hier in diese beiden Gebäude einzubrechen. Weil die haben Türen. Ja. Weil hier ist ja Fisk. Ich meine, das war die Hütte von Fisk gewesen. Dass er hier drinne war oder so. Er hat doch hier gesessen. Und ich glaube, die Tür war eigentlich auch offen gewesen. Aber gut, das werden wir noch herausfinden. Aber so einen Schlafzauber haben wir nicht gefunden. Tja. Hm, ob wir vielleicht einmal zu Diego gehen? Ja, genau. Wir gehen zu Diego, quatsch mal mit ihm, was er so sagt. Die Butler, genau, aber das ist hier noch falsch. Ach, unser guter Sektenkollege. Vielleicht hat ja der mal was Neues zu erzählen. Ach nee, okay, das kann man da nur mit der Burg machen. Okay, vielleicht kann er einem sogar wirklich helfen bei der Burg. Das weiß ich jetzt nicht. Hm. Diego hat hier mal gesessen. Mit Vordach des... Hier ist ja gar keiner. Und keiner meckert. Oh, das ist doch cool. Dann nehmen wir doch mal. Zack. Und zack. Das ist ja super. Das ist mit Kamin. Mit Totenkopf. Oh, wunderbar. Guck mal, sogar ein gutes Bett. Mit. Es fehlt zwar das Kissen, aber es hat zumindest einen Laken. Das ist doch schon mal was. Komm, wir gucken uns die Kiste an. Okay, die. Rechts hat gepasst. Links, links, rechts. Oh. Rechts, links. Oh Mann. Rechts, links, links, rechts, links. Oh, verdammt. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay. Oh, hier ist ja mega viel drin, ne? Sehr gut. Und 2-mal Käse. Oh ja. Ich glaube, dann fehlt uns... Dann fehlen uns nur noch die Weintrauben. Die haben wir aber... Ja.
Ja, die gibt's ja vielleicht in der Burg. Weil das scheinen ja doch ziemliche Bonzen zu sein. Guck mal, Totos ist ja gar nicht hier. Der ist ja auch weg. Okay, wo Diego ist, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir einfach in dem Bett schlafen bis morgens. Genau, und dann können wir uns auch noch mit den Butlern unterhalten. Weil von Neck, ja, der scheint ja ganz gut abgesahnt zu haben. Er hat ja von allen Schutzgeld einkassiert und ist dann abgehauen. Und ja, wir haben ja bei seiner Leiche aber nur 10 Erz gefunden. Ja, also würde ich sagen, dass es da eigentlich noch vielleicht einen riesigen Haufen an Erz gibt, der auf uns wartet. Ach ja, da sind wir doch mal wieder schön ausgeschlafen. Ein Gefühl, was sehr selten aufkommt. Ach guck mal, er isst Käse. Er ist ja voll der Bonze. Ja, was ist er denn für einer? Grimm. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay, gut zu wissen. Interessant, er ist sozusagen in derselben Situation wie wir. Er hat eine mega coole Stimme, er ist cool. Mann, was für ein Wetter. Das Feuer ist auch aus. Zumindest habe ich die Fackel so als mobile Heizung, bis wir dann mal einen Pullover gefunden haben. Ach, davon ist ja Diego am Sitzen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Aber die Prüfung des Vertrauens liegt noch vor dir. Haben wir die schon bekommen? Wir gucken mal gleich ins Tagebuch. Kannst du mir was? Ja, bei mir kannst du... Also genau, wir lernen hier mal 2 Geschicklichkeit. Dann können wir den Bogen benutzen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, sehr gut, sehr gut. Mach's gut. Warte mal, haben wir diese Prüfung schon? Ja, hier steht's, Prüfung des Vertrauens. Was war denn? Was sollten wir tun? Zur alten Mine geschickt. Dort soll ich von einem Mann namens Ian eine Liste bekommen. Die Liste darf auf keinen Fall dem neuen Lager in die Finger fallen. Ian wird mir die Liste geben, wenn ich ihm sage, dass Diego mich schickt. Graham wird mir eine Karte geben. Ich finde ihn links neben dem Nordtor. Also das ist das Nordtor und das andere war das Südtor. Oder wie? Ich habe das irgendwie so grob in Erinnerung. Aber wir haben schon mal versucht, Norden und Süden zu klären. Und dann meine ich auch, dass das irgendwie zu schwer war. Und es war bewölkt, genau. Mann, das Wetter. Mann, das Wetter. Oh, wie es heute am Pissen ist. Der Himmel sieht zwar mega episch aus, aber... Oh mein Gott. Kann nicht einfach Sommer sein? Moment, haben wir hier noch irgendwelche Quests? Verschwundener Gardist, das... Da sind wir dran, Neuseelen für die Bruderschaft. Ach, warte.
Ach ja, klar. Am Marktplatz, da muss ja irgendwo der Kollege sein von dem Typen, der vom alten Lager rüber gewechselt hat ins Sumpflager. Genau, dem können wir, glaube ich, Bescheid geben. Er hat ja irgendwie gesagt, dass wir seinem Kollegen Bescheid geben sollen, dass es im Sumpflager voll cool ist. Ja, wir können nicht ins Sumpflager. Wir haben dann, die werden uns den Kopf rasieren. Das ist nicht in Ordnung. Ich will meinen Zopf behalten. Das wäre schon ganz cool. Also Diego hat uns schon die Aufgabe gegeben. Also dann würde ich als nächstes planen, dass wir dann ins neue Lager gehen und dann mal mit Laras nochmal reden. Und ihn halt eben fragen, was er für eine Quest hat für uns. Und dann wägen wir mal ab. Moment, den Busch wollen wir nicht im Blick haben. Fieser Busch. Sehr, sehr fieser Busch. Moment, so. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Ach. Okay. Ich hatte jetzt kurz gedacht, dass wir ihm das geben müssen. Okay, dann müssen wir wohl nochmal mit seinem Kollegen reden. Aber ich denke, wir werden auch irgendwann mal wieder ins Sektenlager kommen. Okay, schade. Ich dachte, er wird sofort loslaufen, sich total freuen. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier... Genau, wir machen hier erstmal einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zugucken, Leute. Und ja, bald ist dann noch das Wochenende und dann, ja, können wir hier mit voller Kraft schön am Stück auch aufnehmen. Das ist jetzt die ganze Woche ein bisschen zerstückelt immer gewesen. Und halt eben auch meistens dann entweder sehr früh am Morgen oder sehr, sehr spät abends. Ja, das wird sich dann jetzt übers Wochenende dann aber auch sozusagen alles wieder korrigieren. Und dann haben wir auch ein bisschen Entspanntheit wieder im ganzen Prozedere. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zugucken. Danke für die lieben Kommentare und die Likes. Das ist wirklich super lieb von euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.